Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox die neuesten Factsheets vor. Ja Leute, es ist Freitag und heute haben wir einen Mix aus Gebäude und Fahrzeugen. Leider gibt es nicht allzu viel. Ich meine, wir hatten natürlich mit gestern schon den Garagentrailer, was uns ja schon einiges coole Sachen gezeigt haben, Ingame-Aufnahmen und so weiter. Ein paar Soundeffekte. Heute geht es wieder um ein paar Fahrzeuge, aber auch Gebäude. Unter anderem sehen wir hier Hermann Lely. Das Gerät Lely selber, ich habe es jetzt wirklich mal auch gegoogelt. Die Firma Lely sagt, dass das ein Tierfütterungsgerät, also es ist dafür da, um die Kühe zu füttern. Bedeutet im Umkehrschluss, vielleicht ist es auch wirklich so gegeben, dass die Tiere individuell in gewissen Zeiten gefüttert werden müssen, weil Lely, das schreibt selber auf der Homepage von sich zu dem Lely Vector, dass das Gerät halt einstellbar ist, dass er halt zu gewissen Zeiten einfach füttert. Das heißt, dass das auch für die Tiere besser ist, wenn die einen geregelten Futterrhythmus haben. Wahrscheinlich für die Produktivität. Hier sehen wir allerdings halt den Kuhstall inklusive dieses Fütterungsroboters. Der Kuhstall hat Platz für 80 Kühe, kostet allerdings auch 722.500. Und ja, ich brauche wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das Zeichen für Mischfutter. Stroh, Gras, Heu, das kann ich noch nicht ganz deuten, aber so wird es laufen. Ne, und dann hat dieser Kuhstall da diese Fütterungstechnik schon integriert. Bin mal sehr gespannt, was uns die Tierpflege mit sich bringt, weil Giants es ja auch schon sagte, aufgrund der Jahreszeiten muss man natürlich vorbereitet sein für die Zeit, wo man halt kein Futter mehr selber herstellen kann. Und bevor man es vielleicht teuer einkauft, es aus der Eigenherstellung nutzen kann, wäre natürlich wesentlich besser, ist ja klar. Gut, gehen wir einen weiter. Hier zeigt uns Giants jetzt einmal einen John Deere und von Kirkerling quasi einen Grubber. Bei dem John Deere ist es der 8RX Series auf Tracks. Das ist ein Traktor, kostet 351.000 Anschaffung. Kann man motorisieren in verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten von 357 PS bis 458 PS. Hat ein variables Getriebe inklusive Power Shift. Hat ein Tankvolumen von 851 Liter Diesel und 37 Liter AdBlue, wenn das benötigt wird. Hat auf der Straße eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und hat ein Eigengewicht von 20 Tonnen. Ja, schon ordentlich. So, dahinter ist die von Kirkerling die Vector 800. Das ist ein Kultivator, also quasi ein Grubber. Kostet 68.500 Anschaffung, benötigt 320 PS. Hat ein Eigengewicht von 6,9 Tonnen, hat 8 Meter Arbeitsbreite und benötigt hat eine maximale Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Ja, jetzt, da sieht man schon etwas die größeren Gerätschaften, die uns hoffentlich dann bald erwarten. Geht's weiter. Dort sehen wir den New Holland und eine Pöttinger Presse, also eine Presskombo. Dieses Bild kennen wir auch aus dem Garagentrailer. Ne? Da meine ich, so, dass die auch in Aktion gezeigt werden. Der New Holland ist ein Traktor, klar, 227.500 im Grundpreis eine Anschaffung. Kann von entweder 273 minimal bis maximal 313 PS quasi abgegradet werden. Hat ein variables Getriebe, 410 bzw. 630 Liter Tankvolumen plus 96 Liter AdBlue. Maximalgeschwindigkeit auf der Straße ist mit 50 km/h beschränkt und wiegt selber, also Eigengewicht, 10,6 Tonnen. Dahinter zieht er die Pöttinger, die Impress 185 VC Pro, die wir auch aus dem Alpine DLC schon kennen. Ist natürlich eine Ballenpresse oder Wickler, kostet 99.500 in Anschaffung, benötigt 150 PS, wiegt 7,9 Tonnen, kann Ballenpressen in verschiedensten Größen zwischen 1,25 m und 1,80 m, beziehungsweise gewickelt von 1,25 m bis 1,50 m. Das ist auch ein neues Feature beim LS, dass man die Ballen größer einstellen kann. Und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h, was ja auch schon recht ordentlich ist. Ja, da können wir gespannt sein. Mit der Ballengröße, das wird noch ein interessantes Thema, glaube ich. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. So, schauen wir weiter. So, jetzt gehen wir mal zurück in den Kuhstall. Wenn man natürlich nicht den Kuhstall nimmt mit der Automatisierung, sondern halt das wie gewohnt selbst anfüttert, sehen wir hier einmal den Silo King und von Hermann quasi den Kuhstall. Nehmen wir erstmal den Kuhstall. Wir hatten ja gerade die Kombo mit dem Lely Vector. Jetzt haben wir halt den normalen Kuhstall in groß. Dieser Kuhstall fast maximal 80 Kühe und kostet dann nur noch 518.500. Wenn wir mal im Vergleich sehen, wir gehen mal wieder zurück, ne, 722.500 inklusive,
dann weiß man, was diese Gerätschaft uns halt kostet. Wird uns wahrscheinlich auch eine Menge Arbeit erleichtern, deswegen wahrscheinlich auch der Unterschied. Ja, und halt dasselbe, ne? Wahrscheinlich produziert Mist oder benötigt Mischfutter oder halt, ne? Die jeweiligen, ja, was man für die Tiere zur Befütterung braucht. Oder man macht es halt ganz, wenn man etwas mehr Geld zur Verfügung hat, man kauft den Silo King. Das ist quasi ein mobiler Mischfutterwagen. Selfline 4.0 Premium 2215 bis 22, bis 22. Ist natürlich ein Mischfutterwagen. Kostet 204.000 Euro in der Anschaffung. Aber hier sieht man halt auch, ne, ungefähr Balsam kommt Richtung Großkuhstall inklusive Fütterungsanlage. Wobei man das Futter aber schon selber anmischen muss. Dieser hier hat 218 PS, hat ein variables Getriebe, hat 200 Tankvolumen, 26 Liter AdBlue. Maximalgeschwindigkeit auf der Straße 40 km/h, wiegt 14,1 Tonnen und hat Platz für 22 Kubik Mischfutter. Hier sehen wir die Zeichen, alles was da halt rein muss, um halt Mischfutter zu generieren, um dann halt die Kühe zu füttern. Ja, der Silo-King ist ja schon bekannt aus den anderen LS-Teilen. Ja, das war es eigentlich schon an Factsheets, die uns dieses Mal mitgeliefert wurden, was Fahrzeuge und Gebäude anbelangt. Ich bin mal gespannt, es ist ja nicht mehr allzu lange. Ich meine, wir reden hier noch nicht mal 2,5 Wochen, bis es dann wirklich dann für uns alle losgeht. Ich freue mich schon tierisch und gut, mehr kann ich euch leider nicht zeigen, mehr gibt es aktuell nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, wie ihr die Fahrzeuge findet. Gerade der neue Kuhstall mit der neuen Funktion. Bin ich mal sehr gespannt. In diesem Sinne verabschiede ich euch, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christoph von der Box. Ciao.